Hallo Freunde und willkommen zum neuen Video hier aus meinem Gierkeller. Ich bin wieder aus dem Urlaub zurück. Eigentlich war geplant, dass das erste Video für euch nach dem Urlaub ein Video aus dem vom Pfälzer Waldfahrt wird. Ja, leider, ihr hört vielleicht, hat mich eine leichte Erkältung erwischt und ich konnte leider die Woche jetzt nicht raus. Im Urlaub selber habe ich dann auch nochmal ein Video zum Thema EDC Gear-Organisation im Urlaub oder für Urlaubsgepäck gemacht. Ja, leider habe ich bei den Aufnahmen einen Fehler gemacht und sämtliche Aufnahmen waren eben unscharf. Daher habe ich mich dazu entschieden, das Ganze nochmal neu für euch aufzunehmen. Was hatte ich mit? Wie habe ich das Ganze organisiert? Warum und wieso? Das erfahrt ihr hier in dem Video. Wenn ihr Bock drauf habt, bleibt dran. Ich wünsche euch viel Spaß mit diesem Video. Ihr seht, der Tisch liegt voll zu 90%, 95%, eigentlich 100%, denn das da habe ich im Urlaub nicht wirklich genutzt, war ich mit Vanquest unterwegs. Jeden Tag, daily am Pool, in der Stadt, im Hotel oder auf meiner Wanderung. Das Video hier oben verlinkt, falls ihr es nicht gesehen habt. Hier oben verlinkt, genau, da. Ich nehme euch ein Stück näher ran, damit wir ein bisschen besseren Blick drauf haben und dann legen wir direkt los. Ja, zum einen haben wir das Dendrite Waist Pack in Small, eine klassische Gürteltasche, möchte man meinen. Dann den EDC Pocket Organizer von Adventure Gear Projects zu bekommen bei EDC Test Online. Und als letztes, als größten Gegenstand, den Rucksack, den Carbide 12, 12 Liter Volumen. Das hier ist ein Rucksack für den urbanen Einsatz. Alles ein bisschen mit gedeckt gehalten, keine auffälligen Farben, aber auch nichts Taktisches, keine Molle-Schlaufen dran. Bei beiden Sachen hier haben wir natürlich einen Camouflage-Muster, hier Multicam Black in beiden Fällen, ist natürlich Tarnmuster doch etwas taktisch, aber das Camouflage-Muster ist mittlerweile als Design in der urbanen Welt auch angekommen. Kriegst du überall T-Shirts oder auch Hosen in diesem Muster zu kaufen. Ja, schauen wir uns die Sachen einfach nach und nach an, auf denen werde ich nicht näher eingehen, aber das zusammen gucken wir uns mal als erstes an. Denn das kam tatsächlich jeden Tag zum Einsatz, diese Gürteltasche. Nicht klassisch als Gürteltasche getragen, sondern als so Slinger um die Brust rüber, schräg rüber. Sowohl zum Pool als auch bei Ausflügen in die Stadt oder als wir uns mal ein Auto geliehen haben und die Insel ein bisschen erkundet haben. Klassische Gürteltasche würde man meinen, aber hier ist noch schon das erste Unterschied. Das Gurtband, das hier, das kennt ihr alle, das kommt aus dem Kfz-Zubehör. Also es ist ein ganz weicher Sicherheitsgurt hier verbaut. Lässt sich natürlich Größen verstellen. Hier schön überflüssiges Material kann hier festgeklettet werden. Der Gurt lässt sich auch komplett entfernen. Zusätzlich hat die Tasche hier hinten noch Schlaufen. Das heißt, ich kann sie auch an den ganz normalen Gürtel anschlaufen und habe das Teil also so unabnehmbar an meinem Gürtel mit dran. Ja, kam wie gesagt bei mir tagtäglich zum Einsatz. Ich wollte zum einen eine Umhängetasche haben, die ich nah am Körper tragen kann, wenn ich unterwegs bin in Städten, dass meine Ausrüstung, mein Geldbeutel, alles immer nah bei mir ist. Und aber ausreichend Platz für den ganzen Quatsch, den ich so brauche oder den ich eben so mit hatte. Werfen wir einen Blick rein. Also vorne erstmal schön das Vanquest-Logo in Leder draufgesteckt, sehr schön. Hier vorne eine kleine flache Tasche, geht aber auch ordentlich was rein. Hier vorne drin haben sich jetzt gerade mal der Titan Peaks und der Titan Eiswürfel versteckt. Kamen auch fast täglich zum Einsatz, wenn man unten im Poolbereich sich hier einen kleinen Mittagssnack gegönnt hat. Ansonsten habe ich hier vorne oftmals die Zugangskarte zu unserem Zimmer drin gehabt. Da war sie immer schnell erreichbar oder vielleicht mal ein Päckchen Tempos. Im Inneren dann eine Vielzahl an Organisationsmöglichkeiten. Zum einen der Pocket Quiver, den habe ich euch ja schon mal in einem separaten Video vorgestellt. Hier mit dem kleinen Titan-Kugelschreiber. Ein klassisches Victorinox-Messer hier mit den Titanschalen. Ein schöner Beat mit dran. Habe auch nur quasi ein klassisches Taschenmesser mitgenommen. Ein Messer, was in Deutschland 42a konform ist. Mit der Gesetzgebung im Urlaubsland sollte man sich immer auseinandersetzen. Ich kann euch da knifeblock.com empfehlen, verlinke ich mal unten in der Videobeschreibung.
Der hat für viele Urlaubsländer mal die ganzen Bestimmungen zusammengefasst, was ihr mitnehmen dürft, was verboten ist. Ist manchmal gar nicht so einfach. Auch in Griechenland war es nicht ganz klar, was denn wirklich erlaubt oder verboten ist. Ich habe da einfach meinem Gefühl vertraut und gesagt, okay, ein Standard-Taschenmesser, ein Victorinox, was man an jeder Ecke kaufen kann. Damit sollte kein Polizist dieser Welt Probleme haben, es sei denn, man befindet sich in sicherheitsrelevanten Bereichen. Und so hatte ich das eben mit dabei. Ja, zusätzlich noch eine Taschenlampe. Die OLED i3T ist es, glaube ich. Ja, kam, ich glaube, einmal zum Einsatz, als wir abends mal ein bisschen im Dunkeln unterwegs waren. Und auf der anderen Seite dann ein Einschubfach für eine Karte. Ja, da habe ich tatsächlich noch die Hotelkarte drin. Die habe ich bei der Abreise in der Hektik vergessen, mit zurückzugeben. Aber auch nicht schlimm. Taschenmesser gehört beim Flug natürlich in das aufgegebene Gepäck. Da solltet ihr euch auch schlau machen, dass ihr nicht plötzlich in eurem Rucksack, in eurer Gürteltasche Sachen drin habt, die im Flugzeug nicht erlaubt sind. Das heißt, immer hier nochmal vorher bei der Fluggesellschaft schlau machen. Den hatte ich, wie gesagt, entweder hier mit drin oder habe ihn quasi abends auch, wenn wir zum Abendessen gegangen sind oder dann an die Cocktailbar, so mit in der Tasche, um quasi das Wichtigste mit dabei zu haben. Geldbeutel habe ich im Hotel quasi nicht gebraucht. Dann weiterhin drin, ja, mein Geldbeutel, wenn wir eben unterwegs waren. Hier wäre mir einfach nur wichtig, dass ich einen Geldbeutel habe, der RFID geschützt ist. Das hier ist einer von Papercuts, heißt die Firma. Super leicht, die Karten konnte ich unterbekommen, ein paar Scheine, fertig. Mehr habe ich dann nicht gebraucht. Mit dabei am Pool dann die AirPods, wenn ich da ein bisschen Hörbuch gehört habe, ein bisschen Musik gehört habe beim Sonnenbaden. Die haben hier reingepasst. Im vorderen Bereich der Gürteltasche habe ich hier so eine halbdurchsichtige, transparente Tasche. Da sehe ich direkt, was drin ist. Die hat im hinteren Bereich ein Fleece. Das heißt, ich habe hier immer meine Sonnenbrille drin gehabt oder meine normale Brille, wenn ich dann eben die Sonnenbrille auf hatte. Dass die eben von den Gläsern her vom Verkratzen schön geschützt war. Musste so kein zusätzliches Brillenetui mitnehmen. Im mittleren Bereich hat man dann ausreichend Platz, wie gesagt, für Geldbeutel, AirPods und so weiter. Dann diverse Gummischlaufen, um Sachen zu befestigen, Taschenmesser oder so. Habe ich jetzt in dem Fall nicht gebraucht. Hinten dran ein paar Fächer. Da zum einen eine kleine Powerbank, wenn am Pool der Strom vom Handy ausgegangen ist. Und nebendran noch ein kleines Ladekabel. Hinten dran dann auch nochmal ein großes geräumiges Fach. Auch hier könnte man nochmal eine Sonnenbrille drin einpacken. Auch hier ist nochmal ein Velour hinten dran. Könnte das Ganze auch nochmal ein bisschen personalisieren. Mit einem Patch. Oben gab es dann noch ein Band für einen Schlüssel. Habe ich in dem Sinne nicht gebraucht. Ich glaube ein oder zwei Mal. Also habe ich, glaube ich, meinen E-Ring mal dran gemacht, als wir ins Meer gegangen sind und ich den auf keinen Fall verlieren wollte. Indem ihr alles immer hier schön drin organisiert. Auf der Rückseite gibt es auch noch ein Fach, ein schönes großes. Das bietet sich, hat sich klassisch dafür angeboten, immer noch mal eine Ersatzgesichtsmaske mitzunehmen. Denn auch die hat man in Griechenland gebraucht, wenn man sich je nachdem, wo man sich aufgehalten hat, im Supermarkt oder im Restaurant außerhalb seines Tisches. Deswegen hier immer alles mit dabei. Am Pool. In der Stadt alles nah am Mann getragen, lässt sich super tragen, super angenehm durch dieses Gurtmaterial, perfekt. Ja, ich hatte es anfangs erwähnt, den hatte ich auch noch mit dabei, den Pocket Organizer. Da hatte ich sogar noch das Manly Wasp mit dabei, mit dran. Auch das kam nicht zum Einsatz. Dann ein kleiner Titan-Bartkamm und hier hinten noch eine elektrische Zigarette, eine E-Zigarette, aber nikotinfrei. Die Idee war, das Teil hier zu verwenden, wenn ich einen Short anhabe mit einer großen Beintasche, um das dort reinzumachen. Ja, dazu kam es irgendwie nicht. Abends im Hotel hat mir dann eben das hier gereicht und als wir dann unterwegs waren, dann hatte ich ein bisschen mehr dabei, dann schon nochmal die große Gürteltasche, sodass das Teil hier tatsächlich den Urlaub im Hotel verbracht hat. Damit bin ich also eigentlich 90% der Zeit ausgekommen. Ich hatte aber noch den Rucksack dabei und den schauen wir uns jetzt an. Hier ist das gute Stück, der Carbide 12. Wie gesagt, ein kleiner klassischer
Rucksack für das urbane Gelände, für den urbanen Einsatz. Er ist relativ klein, daher kein großartiges Tragesystem. Ich habe zwei Rückengurte verbaut. Hier habe ich ihn jetzt schon mal auf die Slinger-Variante umgebaut. Das Ganze super sicher mit diesen Haken unten in Schlaufen fest. Also die kriegt man selbst nur schwer auf. Und selbst wenn sie mal auf sind, gibt es hier immer noch so einen kleinen Widerhaken, der verhindert, dass er eventuell hier rausrutschen könnte. Lassen sich prinzipiell super tragen vom Tragekomfort her. Gab quasi damit nur ein kleines Problem bei der Wanderung. Ich blende euch da mal ein Bild ein. Da habe ich ihn als Rucksack eben verwendet. Und da ist er mir so ein bisschen immer von den Schultern runtergerutscht. Das ist quasi der Nachteil dieses weichen Materials. Ich habe ihn dann so immer so ein bisschen von dem quasi an den Rücken rangezogen und dann vorne mit den Daumen so ein bisschen festgehalten und dann ging das einigermaßen. Eben habe ich ihn jetzt auf die Slinger-Variante umgebaut. So trägt er sich wesentlich besser, hätte ich vielleicht schon mal früher drauf kommen können. Der Gurt lässt sich verstellen, hier oben einfach den Schieber hier öffnen und dann kann ich ihn stufenlos verstellen. Zumachen und das Ganze ist fixiert. An den Seiten gibt es nochmal Haltegriffe auf beiden Seiten und oben auch nochmal einen Griff zum Festhalten. Kommen wir aber jetzt zur Organisation im Rucksack drin. Der hat, wie von Wenquest gewohnt, einiges zu bieten. Fangen wir mit dem obersten Fach an. Da haben wir zum einen hinten eine schöne, große, flauschige Fläche mit Flausch eben dran. Hugelup quasi. Ich kann Patches dran machen. Ich kann aber auch Ausrüstungsorganisationen nochmal hier unterbringen. Im Inneren dann oben ein schönes großes Fach. Hier hatte ich mit dabei, das ist das Mikrofon von meiner DJI Pocket 2 Kamera. Da ist nochmal eine kleine Schlüsselbund-Taschenlampe von Nightcore, die Tip 2, mitgeholt, weil wir uns eben einen Mietwagen geholt haben und ich das dann eben da dran gemacht habe. Kam aber nicht wirklich zum Einsatz, denn wir waren eigentlich in der Dunkelheit unterwegs. Als wir zurückgekommen sind, war es noch hell. Und ansonsten hier nochmal so ein kleiner USB-Charger VCL10. Schönes kleines Gadget mit einem USB-Port. Wir nehmen uns ja immer einen Mietwagen im Urlaub und mein Smartphone nutze ich eben als Navigationsgerät. Dementsprechend braucht es ein bisschen mehr Saft und da ich bei den kleinen Autos, die man da bekommt, nie sicher sein kann, dass da ein USB-Port mit dabei ist. Ein Zigarettenanzünder findet sich aber meistens immer, meistens eben nur als 12-Volt-Steckdose. Nehme ich immer sowas mit, habe dann USB-Port dran, das Teil ist nochmal magnetisch. Hier kann man es sehen, kann ich irgendwo festmachen. Hab nochmal eine kleine Notfalllampe mit dran, mit nochmal einer roten Blinkfunktion für Notfall. Lässt sich auch nochmal ein bisschen verstellen. Also ein Multi-Use-Gadget habe ich dann tatsächlich nicht gebraucht, denn das kleine Auto, das wir hatten, hatte tatsächlich einen USB-Port verbaut. Wie gesagt, eine schöne große Tasche hier oben wieder mit diesem transparenten Material, sodass man immer sieht, was da drin ist. Im unteren Bereich dann diverse Einschübe zur Organisation von Ausrüstung. Eine Powerbank, eine große noch mit dabei gehabt, noch ein Stift hier. Dann die DJI Pocket 2, meine Kamera im Urlaub. Und der Bite Away, wenn man mal wieder von einem bösen Moskito gebissen wurde, um schnelle Linderung zu bekommen. Alles schön organisiert hier drin. Ist ein schönes Deckelfach, wie gesagt, das sich komplett aufklappen lässt. Somit kommt man also überall dran. Und wenn man es nicht ganz aufmacht, dann fallen Sachen, die man unten stecken hat, nicht direkt raus. Schön gelöst von Wenquest. Auch hier schöner Lederpatch mit drauf. Dann gehen wir zum großen Hauptfach. Und für 12 Liter Volumen bietet das schon einiges an Organisation. Wir haben einmal auf der Rückseite vom Deckel wieder das transparente Material. Zwei einzelne Taschen, die jeweils durchgängig sind. Das heißt, egal ob ich den Rucksack von links oder von rechts aufmache, komme ich immer an die Taschen mit dran. Hier zum einen meine ganze Kabellage, USB-Ladegerät und USB-Kabel zum Laden meiner elektrischen Geräte auf der einen Seite.
Auf der anderen Seite Netzteil, USB-C Kabel und ja, einen kleinen USB-C Kartenlesegerät für mein MacBook Air, was ich mit hatte. So habe ich eben ja meine Technik hier wunderbar organisiert. Auf der anderen Seite dann das Hauptfach mit meiner Drohne. In dem Case ist es hier jetzt schon sehr voll, zumal eben das Notebook hier hinten dran ist. In der Kombination hatte ich es dann tatsächlich nicht genutzt, sondern die Drohne war dann im Hauptgepäck mit aufgegeben. Den Laptop hatte ich quasi aber am Mann, der war mir dann entsprechend zu wertvoll. Dann aber das Batteriepack zu meiner Drohne und noch eine kleine Tasche, wo die Fernsteuerung meiner Drohne mit drin war. Das quasi mit am Mann. Den ganzen Rucksack, so wie er war, hatte ich dann quasi als Handgepäck mit dabei. In der Kombination war dann hier auch noch Platz immer noch für eine 0,5 Liter Flasche, die ich mir am Flughafen geholt habe. Und oben hat auch noch eine kleine Weste reingepasst. Ja, so dass ich beim Rückflug von Griechenland nach Deutschland, als wir dann hier in Deutschland gelandet sind, direkt noch eine warme Weste hatte, denn hier war es entsprechend wesentlich kühler als in Griechenland. Ja, unten drunter hat man dann nochmal ein separates Fach, das schön gepolstert ist, für einen 13 Zoll Notebook. Wie gesagt, ich eben mein MacBook Air hier mit dabei, um die Daten im Urlaub von der Kamera, von der Drohne direkt auf das MacBook übertragen zu können. Auch hier haben wir wieder so einen Flausch dran. Hier könnte ich mal wieder Taschen draufkletten und die Ausrüstung noch weiter organisieren, wenn ich das wollte. Wie gesagt, hinten schön, richtig schön weich gepolstert. Da passiert also rein gar nichts. Das MacBook hat es unbeschadet wieder nach Deutschland zurückgeschafft. Ach, von der Größe her übrigens, hier passt eine 1,5 Liter Flasche rein. Auf meiner Wanderung hatte ich ihn ja mit dabei, also quasi hatte ich hier eine große Flasche Wasser mit dabei. Auf der anderen Seite dann die Drohne, Fernsteuerung, Akku-Pack und noch ein paar kleine Snacks, eine Apfelbanane und noch, keine Ahnung, zwei Riegel oder sowas. Die sich also hier wunderbar organisieren. Reißverschlüsse doppelt umlaufend und auch so gemacht, dass man das Ganze mittels eines Vorhängeschlosses schließen kann. Da hat Wenkwest wirklich gut mitgedacht, sodass im urbanen Einsatz wirklich alles sicher da drin verpackt ist. Das Einzige, was hier jetzt passieren könnte, wäre, wenn jemand mit einem Skalpell vorbeikommt und mir den Rucksack aufschlitzt. Ja, dann habe ich tatsächlich Pech gehabt. Das wird dann schwierig. Eine Tasche habe ich noch vergessen. Und zwar, ihr könnt es sehen vielleicht, hier hinten, direkt hinter der Rückenplatte, ist tatsächlich nochmal ein umlaufendes Fach verbaut, das sich auch einmal komplett öffnen lässt. Auch hier theoretisch die Möglichkeit, einen Notebook reinzumachen. Auch das wieder schön gepolstert mit diesem Fließmaterial, sehr hochwertig verarbeitet. Das Vanquest Orange im Inneren, nicht jeder mag es. Ich finde es richtig klasse. Wenn man in den Rucksack reinschaut, schaut man nicht in ein schwarzes Loch rein, sondern es leuchtet einen quasi alles direkt an und man hat direkt alles organisiert. Also hier hatte ich dann, ihr seht, da sind noch die Reiseunterlagen mit drin. Die habe ich mit rausgenommen. Quasi Sachen kann man hier unterbringen, die wirklich ja ganz nah am Körper sein sollen. Selbst ein Dieb, der es auf den schnellen Fang aus hat, der kommt vielleicht hier vorne ran oder noch an das mittlere oder ans Hauptfach. Aber dass er das hier aufkriegt oder da Sachen rausbekommt, ist doch eher schwierig. Das war eben dann hauptsächlich mein Handgepäck und eben der Rucksack, den ich für die eine Wanderung mit dabei hatte. Mir war klar, dass ich sonst nicht mehr Wanderungen mache. Wir waren nur eine knappe Woche dort. Und ja, viel mehr habe ich dort entsprechend nicht gebraucht. Ansonsten hätte ich eventuell einen größeren Rucksack mitgenommen. So hat aber quasi genau alles da reingepasst. Zum Trio hier wäre quasi jetzt alles gesagt. Ich denke, ihr dürftet einen schönen Einblick in die urbane Serie von Vanquest damit jetzt bekommen haben. Wie immer hochwertig gefertigt. Ich konnte also hier keinerlei Mangel feststellen. Ab und zu steht hier mal ein ganz kleines Fädchen raus, aber das ist auch nur ein einzelnes gewesen und kein durchgängiger Faden, der sich dann irgendwie komplett löst. Super, vernäht alles. Hochwertig verarbeitet, wie man es von Vanquest kennt. Hat natürlich ein bisschen seinen Preis. Das muss einem klar sein. Dafür bekommt man Produkte, die wirklich jahrelang halten. Ich kann es ja nur an meinen anderen Rucksäcken festmachen, die ich jetzt schon seit über 3 Jahren im Einsatz habe. Die werden zwar dreckig, klar, weil sie genutzt werden, aber dann kommen sie mit unter die Dusche und werden dort mal ordentlich abgeschrubbt und sind dann wieder sauber. Aber Abnutzung 0.
hält alles wunderbar. Ich bedanke mich an der Stelle bei euch fürs Zuschauen. Ihr seht vielleicht, im Hintergrund steht schon ein großer Rucksack, es wird gepackt. Wenn ihr das Video seht, bin ich gerade im Pfälzerwald unterwegs mit den anderen fabulösen 5. Sicky, Howie, Felix Imler, Goose und Atze, dem Buschpiraten. Das alljährliche Buschkraft Rock steht wieder an. Das nächste Video für euch dann endlich wieder aus dem Wald. Freut euch drauf. Ich freue mich wie Bolle. Bin jetzt raus, muss weiter packen. In dem Sinne, macht's gut, bis bald und ciao. Und ja, Daumen hoch für Pepper.